Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen coolen Unboxing-Video von mir für euch. Heute mit dem Duschvorhang Klammerfixit. Für sicheren Seitenhalt des Duschvorhangs. Wer hat es noch nicht gehabt? Man steht in der Dusche und andauernd klatscht der Duschvorhang gegen die Arschbacken. Es ist schon manchmal ein bisschen kühl da unten herum, nicht wahr? Denn der Duschvorhang oft fällt nicht so, wie er fallen soll. Doch, seitdem wir den Duschvorhang Klammerfixit benutzen, ist das auf ein Minimum reduziert. Warum? Weil dieser Duschvorhang Klammerfixit das wirklich gut fixiert. Es ist selbstklebend, kein Bohren ist nötig, was in dem Fall, finde ich, sehr, sehr wichtig ist, weil jedes Loch in die Fliese ist eine Beschädigung der schönen Fliesenoberfläche. Das muss ja nicht sein, deshalb sollte man das auf ein Minimum reduzieren. Es ist passend für jede Art von Duschvorhang, weil da ist so eine coole Balltechnologie drin, die durch die Ballbewegung das dann automatisch einklemmt. Ist wirklich cool. Sicherer Halt kann rückstandslos entfernt werden und es ist fast unsichtbar dank des transparenten Materials. Also das finde ich nice. Ohne Scheiß. Wirklich, es ist schönes Zeugs. Es ist einfach in der Anwendung. Und made in Germany. So, jetzt gucken wir uns erstmal die Rückseite an. Ja, hier seht ihr nämlich den Prinzip hinter der Montage selber. Das ist ganz einfach. Erstmal, was Sie hier vergessen haben, ist fettfrei machen. Ja, wir sollten die Fliese fettfrei machen, wo es dran gepatscht wird. Okay? Die Fliese sollte fettfrei sein und undreckig. Das heißt also, geht vorher mit Bremsenreiniger dran oder anderen lösungsmittelhaltigen Reinigern. Das kann auch genauso Spiritus sein oder Alkohol. Ne? So, und dann lassen wir das erstmal ablüften. Ja, wenn es dann abgelüftet ist, dann kommen die dran. Und zwar so, dass wir den besagten Vorhang an die Wand klatschen können, wo wir das benötigen. Das heißt, wir schauen uns an, dass diese Klammer-Area in Richtung des Vorhangs, wo er kommt, ist, damit wir den Vorhang da reinschieben können. Und der Ball wird in die hintere Ecke geschoben. Und dadurch, dass wir dann das Teil reinschieben, schiebt sich der Ball nach vorne und fixiert den besagten Duschvorhang auf einer gesamten Länge, die ihm zur Verfügung steht. Und so ist es ein Doppelpack. So habt ihr, wenn ihr beide einsetzt, auf beiden Seiten die Möglichkeit, den Duschvorhang einzuklemmen und dadurch ihn von euren Arschbacken wegzuhalten. Das ist wirklich cool. Ja, also rein und dann genauso geht es auch wieder raus, nur halt andersrum. Und der Ball dahinter, der bewegt sich dann auch schön mit. Das ist wirklich cool. Sehr einfach. Ja, und hier seht ihr das schematisch nochmal. So sieht es aus. Na, guck mal, der Ball ist ein Kunststoffball. Also eigentlich ist es wieder alles Kunststoff, was nicht so toll ist, aber es ist schon teuer genug, sag ich mal so. So, hier unten, hier ist der Klebe-Area. Diese Klebe-Area passt, müsst ihr draufpappen auf eine fettfreie Unterschicht, also sprich das Fliesenfreundchen. Und dann natürlich, wer ganz genau möchte, sollte 12 Stunden dort kein Wasser dran kommen lassen, damit das oder der Klebestoff sich richtig ansetzen kann. Ja, also das wäre die Kür. Die Pflicht ist dran pappen, wenigstens 2 Stunden warten. Aber die Kür wäre dann, wenn ihr sogar 12 Stunden wartet. Okay? Es sollte auch nicht nass sein. Also ihr solltet nicht gerade fertig sein mit dem Dampfbad und es dann da drauf machen, denn das alles lässt die Klebepower herunterrasseln. Das muss nicht sein. So, und dann seht ihr hier den schönen Ball, der sich über Noppen, ne, da sind drin sind Noppen, der Ball rollt über die Noppen rüber und fixiert dann unseren Duschvorhang. Wirklich cool. Der Duschvorhang wird dann hier so, der frisst den fast, ne? Und dabei geht der Ball dann so blub, blub, blub. Und macht seinen Job, Job, Job. So, und dafür ist es wirklich sehr sinnvoll geformt. Diese Form ist wirklich sehr nice, weil man bekommt den Vorhang gut rein und man bekommt ihn auch wieder gut raus. So haben wir keine nassen Arschbacken mehr, sage ich euch. Oder ganz selten nur noch. Das ist wirklich ein cooles System. Duschvorhang, Klammer, fix it. Oh yeah. In dem Fall vom Tum. Ich weiß nicht, ob es das woanders gibt, aber da habe ich es halt gekauft.
Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. So und so.